Ich bin einige Male als Umweltminister in die DDR gefahren, habe mich dort mit meinem Counterpart getroffen, also mit dem Umweltminister der DDR. Das war damals, als ich es wurde, Herr Reichelt, ein Vertreter einer der dortigen Blockparteien, der Landwirtschaftlichen Partei. Wir sind auch mit abgedunkelten Scheiben durch die Republik gefahren. Natürlich bin ich auch dort in den Schwerpunkten der Chemieindustrie gewesen. Nur das, was zu sehen war, haben wir nicht gesehen. Wir haben immer wieder vorgelegt bekommen, großartige Gesetze. Bei uns im Westen sind wir immer dafür kritisiert worden, dass die Gesetze in der DDR ja viel besser seien. Sie wurden dummerweise nicht eingehalten. Aber wir sehen, dass wir in der Wiedervereinigung hinterher ganz großartig auch positive Seiten gesehen haben. Ich sage bis zum heutigen Tag, dass das, was wir als Natur dort geerbt haben, das Tafelsilber der deutschen Einheit ist. Naturparke, Biosphärenreservate, solche Persönlichkeiten wie Suko oder auch Platzek in der damaligen Zeit noch bei der alternativen Grünen Liste. Das waren alles große Persönlichkeiten, die es erreicht haben, dieses zu sichern. Und dass wir natürlich dann große Aufgaben hatten, aber wir waren uns schon im Kern im Klaren darüber, dass dort gewaltige Abwälzung von Kosten auf die Umwelt und vor allen Dingen auf die menschliche Gesundheit passiert ist, was dort für gesundheitliche Schäden verursacht worden sind, in der Chemie, aber auch durch belastetes Wasser und anderes, ist schon bemerkenswert erschütternd.